Ja, nochmal guten Morgen. Na, jetzt haben wir schon Mittag. Später. Jo, habt ihr auch alle schön für den Frieden gesungen und mitgesungen mit Marlene? Sehr wichtig. Und der Toten gedacht, damit die nicht sterben. Also denkt bitte jeden Tag an alle Toten und an eure verstorbenen Freunde, Menschen und so weiter. Und natürlich an alle, die aktuell sterben, vor allem im Krieg. Na, wenn jeder Einzelne an nur einen Einzelnen einen Gestorbenen aus dem Krieg denkt, jeder Einzelne von euch, 30, 300 Millionen, dann bei 500 Millionen, 500.000 Toten sind das 60 Personen, die an eine einzige Person denken, die gestorben ist. Und insomit muss die ja natürlich noch 60 Mal ihr Leben leben können in unseren Köpfen. Ja, habt ihr das verstanden? Ich habe es selber nicht so genau verstanden. Vor allem wegen der Mathematik drin. Ja, wir gedenken heute wieder mal eines Menschen, der gestern verstorben ist. Und damit der nicht stirbt, also sein Körper ist verstorben und seine Seele lebt natürlich weiter, weil er nämlich Musiker und Produzent war. Frank Farian ist gestern gestorben. Mit, weiß ich nicht, 82, weiß ich nicht, ich glaube 41 geboren, rechne, rechne, wieder Mathematik. Frank Farian, ne? Wir wissen natürlich, wer Frank Farian ist. Also, meine Generation weiß das, muss das wissen. Frank Farian war Schlagerstar Anfang der 70er, Mitte 70er, bei Dieter Thomas Heck. In der Hitparade, ne? Rocky, ich kriege ein Kind von dir, ich will es dir geben und so weiter. Sex stimmt wahrscheinlich nicht. Aber ja, irgendwann hatte der von der Schlagerkacke genug oder wollte einfach nur ein bisschen Kohle sammeln, damit er dann an seine eigene Musik machen kann. Und was hat er gemacht? Er hat Boney M. erfunden. Boney M., legendär. Mitte der 70er irgendwie bis, keine Ahnung, wie lange. By the rivers of Babylon, ra ra Rasputin. Ja. Und habt ihr damals auch immer, es lief natürlich auch bei Ilias Disco immer dann, die waren jedes Mal dabei, immer mit einem neuen Hit. Und dann haben wir, ich hatte ja viele Pflegegeschwister, ne, dann haben wir da vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher gehockt. Nee, doch, da hatten wir schon Farbfernseher, also so gegen Ende der 70er. Und alle hatten so ein Mono. Kassettenrekorder von Sanyo, so ein Toploader, ne? Von oben noch, kennt er, ne? Mit Mikro drin eingebaut und Aufnahme und so. Und dann, boah, da musste immer die Schnauze gehalten werden. Ne? Also, ne? Der Ilja oder der Dieter Thomas Heck hat die Leute angesagt und dann alles, wenn einer da in die Aufnahme reingequatscht hat, der wurde gekillt. Jetzt, also, wir hatten hohe Verluste damals unter den Kindern. Und und dann fing das Stück an und dann haben wir alle Rec gedrückt oder Rec oder Pause-Taste losgemacht, weil auf Rec stand das hier und auf Pause und dann haben wir das aufgenommen. Und dann, also die ganze Hitparade und ganze Disco und so. Und dann, ne, haben wir uns das halt angehört bis zur nächsten Woche oder übernächsten Woche, bis das wieder kam. Und dann wurde eine neue Kassette bespielt und ja. So hat sich meine erste Plattensammlung zusammengestellt. Mono aber. Aber egal, ich hatte so einen Knopf, ne, war ja auch schon Mikroeingang, gleiche Größe wie heute, aber halt nur einer, Mono. Und den habe ich dann immer ins rechte Ohr gesteckt, als ich dann auch rausgehen konnte. Jetzt höre ich ja gar nichts mehr da, dann müsste ich mir den jetzt hier reinstecken. Ja. Das funktioniert nur, wenn ich meine Anlage, wenn ich über meine Anlage über die Ohren höre, dann muss ich die Balance immer so 80% nach rechts drehen, weil ich ja hier nichts höre. Und dann ist es gleich. Cool, ne? Aber ich hole mir trotzdem ein Hörgerät noch. Ja, Frank Farian hat Boney M. erfunden und auch Milli Vanilli und so. Die haben alle nie gesungen, außer die Frauen bei Boney M. Der Typ, das war Frank Farians Stimme, der hat ein bisschen tiefer gemacht oder vielleicht konnte der genauso tief singen wie ich. Und ja.
Vinnie Vanilli, ich glaube, der eine von denen hat sich fast das Leben genommen, weil als rausgekommen ist, dass die nur getanzt haben und Mundbewegungen gemacht haben und gar nicht selbst gesungen haben. Also die haben da regelrecht Depressionen drüber gekriegt, weil die Presse alles, ne, Frank Farian selbst und auch die anderen, also die Milli Vanillis da fertig gemacht haben. Ne? Das macht man nicht, ist doch egal, ob der singt, der jetzt die Mundbewegung macht oder ob einer im Studio gesungen hat. Ja, Musik ist doch dieselbe. Also regt euch nicht so auf, wenn ihr irgendeine Fake-Musik hört. Wenn die Musik geil ist, ist es egal, wo es herkommt oder wer gesungen hat. Außerdem finde ich, hat Frank Farian da bei Boney M. coole Stimme. She's crazy like a fool und so weiter. Aber er konnte natürlich nicht so gut tanzen wie der Schwarze. Ja, und natürlich, um das in euer Hirn einzubrennen, hören wir natürlich jetzt ein Stück von Boney M. Und ich, da ist ja nicht viel zu singen. Ne, damit wir den Frank für alle Ewigkeiten leben lassen. Und ich habe allerdings jetzt zufällig, wollte natürlich das Original Boney M. Stück mitsingen, aber ich habe was gefunden, das habe ich nur eingespielt, habe ich gedacht, ist auch was für die jüngeren Leute. Ne? Weil Boney M., ich merke ja immer, wenn ich was für die älteren Leute singe, musiziere oder erzähle, dann gehen sofort die Klickzahlen von den jungen Leuten runter. Ne? Also die 18, 24 bis 44-Jährigen, die waren so bei 21-22% jeweils. Und seit ich dann wieder alte Stücke spiele oder vermehrt, sind die wieder unter 20 bei 18% oder so. Ne? Dafür gehen die alten Säcke natürlich wieder rauf. Ne? So mein Alter, sind wir jetzt schon wieder bei 45%. Aber auch Frauen, ne? Nicht nur Männer. So, viel gelabert. Ich habe natürlich wieder überhaupt keine Zeit, weil ich muss gleich in ein anderes Studio. Und nein, ich muss vielleicht dann auch noch die Fortsetzung von The Choice of Germany machen. Nee, mache ich nicht. Das ist einmalig. Ne? Hintergrund von Blumendingsbums habe ich euch eben schon erzählt. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch an die Toten denken. Ja? Und nehme ich überhaupt auf? Ah ja. So. Heipa. Mal gucken. Nein, er ist laut genug. Das ist ein anderes Lied. Wow.
es groovt und Leute, dann sprechen wir natürlich auch die junge Bevölkerung an, ne? Weil die kann auf diesem alten Scheiß von uns nicht gut. Kommt das nochmal? Nee, es kommt nochmal Baker. Und das machen wir nicht auch noch. Das ist Daddy Cool ist das Coolste. Ne? Ich bin euer Daddy Cool.